Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video zu Battlefield 5. Heute mit einer neuen Let's Discuss-Ausgabe. Aber vorher habe ich hier noch so einen Mini-Panzer-Clip, den ich vor kurzem mal aufgenommen habe. Und ich habe gedacht, ich zeige euch den einfach mal im Hintergrund noch so ein bisschen. Nach den ganzen Menü-Clips bzw. Szenen in den letzten Tagen, die ganzen Videos, habe ich mir gedacht, kann man mal so eine kleine Gameplay-Szene wieder mit reinschmeißen. Denn heute sprechen wir über das Thema Firestorm. Ein Feature in Battlefield 5. Mit viel Potenzial, das am Ende nicht genutzt wurde, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, denn das ist jetzt auch aktuell wieder das letzte Discuss-Thema auf Reddit, das vierte somit, und dementsprechend werden wir da auf jeden Fall einsteigen. Und für alle, die irgendwie Lust haben, ihre Soldaten-Loadouts oder ihre Gedanken zu Battlefield 5 und allem weiteren, was damit zu tun hat, auszutauschen, dem kann ich nur sagen, ihr könnt gerne auf den Discord-Channel bzw. Server vorbeikommen und könnt da gerne in die Chats reinschreiben und euch austauschen und so weiter. Das ist absolut kein Thema und ihr seid alle herzlich willkommen und eingeladen, dabei zu sein. Abgesehen davon habt ihr da nochmal die Möglichkeit, etwas mehr in Kontakt zu treten mit mir. Ich werde natürlich auch mit euch diskutieren und eure Fragen beantworten und so weiter. Natürlich werde ich jetzt nicht 24/7 im Discord-Channel hängen und mit euch quatschen und so weiter. Aber für den Austausch unter euch zum Beispiel auch, um neue Spieler und Freunde zu finden, die gemeinsam Battlefield feiern und das gerne spielen, seid ihr wie gesagt herzlich eingeladen. Und vielleicht findet ihr ja da auch den ein oder anderen Spieler, der auch Battlefield 5 spielt oder Battlefield 6, wenn es nächstes Jahr rauskommen sollte. Oder alle anderen möglichen Online-Games, die ihr feiert und die andere auch feiern und zusammen spielen wollen. Wie gesagt, kommt gerne vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt das letzte Discuss über Firestorm. Wo fangen wir da am besten an? Battle Royale hat zu diesem Zeitpunkt seinen Höhepunkt, beziehungsweise ist kurz davor, den Höhepunkt zu erreichen, denn alle möglichen Spieleentwickler, unter anderem hier halt dann auch DICE, haben sich dazu entschieden, einen Battle Royale-Modus rauszubringen für ihre Spiele. Ob es Sinn macht oder nicht, sei dann immer so ein bisschen dahingestellt. Die Variation ist halt einfach so riesig, wenn man überlegt, wie viele Battle Royale-Spiele es mittlerweile gibt. Und trotzdem wollte jeder Entwickler irgendwie sein eigenes Bier und seine eigenen 5 Cent da reinschmeißen. Zum Thema Battle Royale, und da konnte man ganz gut erkennen, dass viele Spieleunternehmen, die gerade auch dafür zuständig sind, Online-Games zu entwickeln, mit dem Trend gehen wollten und alle, wie gesagt, irgendwie ihre Version von Battle Royale an die Spielerschaft bringen. Was sollte Firestorm jetzt eigentlich besonders machen? Die zerstörbare Umgebung, eine Map so groß wie 10-mal Hamada und eine sehr schön gestaltete Karte bezüglich der Grafik und so weiter. Man sieht hier im Hintergrund auch ganz gut, es gab dann noch den Helikopter, den man fliegen konnte. Alles natürlich im Koop, man konnte bis zu 4 Spieler konnte man in einem Squad haben. Und natürlich ganz viel chaotischen Mist anstellen, wie in allen anderen Battle Royale Modis auch. Fahrzeuge durften natürlich nicht fehlen, man hatte sogar ein Fahrzeug, mit dem man im Wasser schwimmen bzw. fahren konnte. Man hatte den Helikopter, wie gesagt, und Panzer konnte man auch bekommen und einen Bunker öffnen, durch den man einzigartigen Loot bekommen hätte, und dann noch den Sturmtiger. Genauso wie in allen anderen Battle Royale Modis fliegt man über die Map, springt aus einem Flugzeug, Hubschrauber, was auch immer, sucht sich vorher einen Punkt auf der Map aus, auf dem man landen will oder bei dem man landen will, springt raus und fliegt dorthin. Looten, ausrüsten, zurechtfinden und orientieren, und dann geht es auch schon los, dem Feuersturm zu entkommen, denn wer sich darin aufhält, wird sterben und langsam verbrennen. Und Ziel ist es, King of the Hill zu werden, beziehungsweise der letzte Überlebende mit seinem Squad. An der Stelle, Freunde, würde ich gerne einmal anfangen mit den positiven Dingen, die Firestorm mit sich gebracht hat. Die Möglichkeit, Fahrzeuge bzw. Panzer zu bekommen, diesen Bunker zu öffnen, den man zum Beispiel im Hintergrund sehen konnte, verschiedene Biotope auf der Map, zum Beispiel Schneelandschaften, Waldlandschaften und am See und am Meer und was weiß ich, was es da alles gab, das war alles super cool gemacht. Der Damm, den wir zum Beispiel im Hintergrund gerade sehen, auch ein sehr cooles Environment. Man hat auf jeden Fall eine sehr facettenreiche Spielwelt gehabt in Firestorm und hatte auf jeden Fall immer wieder ein neues Erlebnis, wenn man da gespielt hat und das überhaupt mal ausprobiert hat. Das heißt, man hat nicht immer an den gleichen Stellen gekämpft und kannte irgendwann jeden Ort komplett auswendig dadurch, weil die Map so riesig war. Was aber dann auch wieder ein Nachteil sein kann, denn im Endeffekt ist die Map irgendwann so riesig, wie zum Beispiel hier bei Firestorm, dass 100 Spieler darin halt einfach irgendwann untergehen und erst sehr spät im Spielverlauf aufeinandertreffen, je nachdem, wie sie sich auf der Map bewegen.
Im Endeffekt muss ich schon sagen, war es das eigentlich auch schon fast mit den ganzen positiven Dingen in diesem Spiel. Denn jetzt fange ich mal mit dem ganzen Negativen an. Viele haben sich über das Loot-System beschwert, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Was mich am meisten gestört hat, war das ganze Interface und das ganze Management von Munition und Waffen und Ausrüstung und Rüstung, was man anlegen kann. Es war alles so unübersichtlich und so clunky gestaltet, von wie man das alles handelt und so weiter. Da gab es Spiele, die das wesentlich besser gelöst haben und es war schon voll der Krampf, überhaupt irgendwie mal Rüstung anzulegen und so weiter. Allein das hat bei mir schon ewig gedauert und deswegen hat mich das tierisch gestört. Das Spiel ist nicht Free-to-Play, das hätte von Anfang an Free-to-Play sein müssen, damit man genug Spieler hat. Updates mit Content und Bugfixes waren ziemlich rar, wenn überhaupt gab es dann mal so ein paar kleine Fixes, aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Dann gab es das ganze Time-to-Kill-Dilemma, nachdem die Time-to-Kill im eigentlichen Multiplayer irgendwie 10.000 Mal geändert wurde, gefühlt, wurde das beim Firestorm-Modus nicht angepasst. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was für eine Katastrophe das da war. Die Zeit zwischen den Matches zum Beispiel hat auch viel zu lang gedauert. Man hat irgendwie in diesem Flugzeughangar rumgegurkt, bis dann die Runde angefangen hat. War dann erstmal noch im Flugzeug, dann musste man gucken, wo man abspringt und so weiter. Es hat alles viel zu lang gedauert irgendwie, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, Freunde. Wobei man da nicht ganz genau sagen kann, wie es jetzt letztendlich gelaufen ist. Aber man muss sich das so vorstellen, es gibt den normalen Multiplayer, es gibt die Kampagne, die dann in dem Zeitpunkt so langsam fertig wurde, weil der letzte Tiger ja noch rauskam. Und dann gibt es ja dann noch den Battle Royale Modus und Combined Arms kam auch noch und die haben noch ein Übungsgelände gehabt. Das heißt, die haben so viele Dinge versucht gleichzeitig zu entwickeln und weiterzuentwickeln und zu fixen und zu updaten und weiß was ich, dass halt einfach irgendwann der normale Multiplayer Modus zu kurz kam. Und das hat sich dann scheinbar bemerkbar gemacht, deswegen haben die dann gemerkt, okay, wir müssen bei Firestorm scheinbar dann irgendwie ein paar Gänge runterschalten und uns um den eigentlichen Multiplayer kümmern, das was Battlefield im Prinzip auszeichnet. Ja, und dementsprechend gab es dann in Firestorm kaum noch Updates, gar keinen neuen Content mehr und so langsam aber sicher siechte dann der Firestorm-Modus irgendwie dahin. Und dann erreichte Battle Royale scheinbar seinen Höhepunkt. Apex Legends kam raus und Call of Duty Warzone kam auch irgendwann später raus. Eine Theorie meinerseits ist auch, dass eventuell deshalb Firestorm so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist aufgrund von Apex Legends. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Apex Legends ist von Respawn Entertainment und wurde von EA auch wieder mit gepublished. Und wenn man darüber nachdenkt, könnte das auch Sinn machen, denn sie haben gemerkt, okay, Apex Legends scheint komplett zu eskalieren, es geht richtig nach oben, steil durch die Charts. Und alle spielen das und die Spielerschaft explodiert. Deswegen, wozu jetzt extra noch Firestorm aufbauen und da Ressourcen reinpumpen und verschwenden? Wenn Apex Legends eh schon läuft, dann nutzen die eben alle ihre Ressourcen, um Apex Legends groß zu machen und da noch mehr Geld reinzupumpen und Entwicklung und Content und weiß weiß ich, damit das da ordentlich läuft und so weiter. Das ist eine Theorie an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie es da intern abgelaufen ist. Einfach wie gesagt, meine Gedanken dazu. Und um das Ganze jetzt auch mal abzuschließen, meiner Meinung nach ist Apex Legends halt auch einfach mit das beste Battle Royale Spiel. Denn nicht nur, dass man halt ein sehr cooles, spaßiges Entertainment mit diesem Battle Royale Modus hat, im Sinne von, dass man halt einfach totalen Blödsinn anstellen kann durch die Skills der ganzen Charaktere, die man spielen kann, sondern allein schon, weil es Charaktere sind. Es sind Helden mit verschiedenen Skills. Das heißt, man hat quasi Overwatch-Charaktere, so kann man sich das vorstellen oder vergleichen, in einem Battle Royale Modus. Und das ist halt einfach super lustig zu spielen mit Freunden. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt, Freunde. Wie fandet ihr Firestorm? Fandet ihr es gut oder schlecht? Seid ihr überhaupt interessiert an dem Battle Royale Modus? Oder fandet ihr von Anfang an, dass der Multiplayer in Battlefield viel wichtiger ist als alles andere? Schreibt mir das in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, haut rein und wie immer, ciao, ciao.